Herzlich begrüßen und freue mich sehr über euer Interesse an der Ausbildungs- und Heilungsprozessfördernden Methode nach Linda Tellington-Jones. Linda ist in Kanada auf einer Farm groß geworden mit sehr vielen Tieren, insbesondere mit Pferden. Sie ist schon zur Schule geritten mit ihrem Pferd. In jungen Jahren hatte sie schon sehr viele Preise gewonnen in Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Distanzwettbewerben. Sie konnte 7-mal den Weltrekord halten in dem Jim Shoulder 100 Meilen in 13,5 Stunden Bewerb. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie ein Forschungszentrum gegründet, welches auch als Ausbildungsstätte für Reitlehrer und Trainer genutzt wurde. Sie hat zahlreiche Bücher geschrieben, darunter das erste Buch Physiotherapie für das athletische Pferd. 1961 hat sie den ersten Kurs in Pferdepsychologie geleitet. Hauptelement ihrer Ausbildungsmethode für Mensch und Pferd war die Feldenkreismethode, bei der die Körperarbeit im Mittelpunkt steht. Durch ihre großen Erfolge hatte sie es oft mit sehr schwierigen Pferden zu tun, so wie auch 1983, als sie eine sehr unruhige, aggressive, schwierige Stute behandelt hatte. Intuitiv hat sie begonnen, die Haut des Pferdes mit ihren Fingern in einem 1,25 Kreis zu verschieben. Zu ihrer großen Überraschung hat die Stute sich beruhigt. Es kam die Besitzerin der Stute vorbei und sagt: Linda, was machst du denn da? Linda sagt: Frag nicht lang, mach's einfach nach. So hat auch die Besitzerin der Stute ihre Hände auf das Pferd gelegt und mit ihren Fingern die Haut in einem kleinen 1,25 Kreis verschoben. Auch da konnte man deutlich sehen, wie die Stute ihren Kopf gesenkt hat, die Augen wurden sanft und sie konnte ruhig stehen. Das war die Geburtsstunde des T-Touches. Ein Gottesgeschenk, weil er im Unterschied zur Feldenkreismethode, die sehr aufwendig und langwierig zu erlernen ist, sehr leicht zu erlernen ist und leicht auszuführen ist. Er ist schon bei der ersten Anwendung wirksam. Es ist keine Vorkenntnis in Anatomie oder Physiologie des Pferdes notwendig. Der Touch wirkt schon bei der leichtesten Berührung. Beim Touch wird das Nervensystem bis zum Gehirn aktiviert. Die Zellfunktion wird verbessert und dadurch kommt es zu einer Entspannung im Muskel. Im Unterschied zu einer herkömmlichen Massage, bei der höhere Druckstärken angewendet werden, und der direkt im Muskelgewebe wirkt. In den darauffolgenden Monaten hat Linda sehr viel experimentiert mit der Größe des Kreises, mit der Druckstärke und mit der Dauer. Ihre Schwester Robin, die Augen hat wie ein Luchs, wie Linda sagt, hat sie dabei beobachtet, welche Bewegungen mit ihren Händen und Fingern Linda an welchen Körperstellen des Pferdes durchführt und natürlich auch die Reaktion der Pferde. Somit war Robin maßgeblich beteiligt an der Entstehung der Tellington-Methode, so dass wir heute vom Freizeitreiter bis zum Olympiasieger davon profitieren können. Robin lebt gemeinsam mit ihrem Mann in Kanada auf einer Farm, wo sie Isländer züchten und jedes Jahr mehrere Tellington-Touch-Kurse abhalten. Robin ist ein wunderbarer Mensch, eine ausgezeichnete Pferdefrau und hat ein enormes Talent, ihr Können und Wissen an uns Schüler weiterzugeben. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei Linda und bei Robin bedanken, dass sie bis heute nicht müde geworden sind, in der ganzen Welt zu reisen und Tellington T-Touch-Kurse abzuhalten. Die Tellington-Methode gliedert sich in 3 Einheiten. Die erste Einheit ist die Körperarbeit, bei der wir kreisende, hebende und gleitende Bewegungen mit den Fingern und der ganzen Hand über den ganzen Pferdekörper ausführen. Mit dem Ziel, Verspannungen körperlicher als auch geistiger Natur zu lösen, Angst, Stress, Nervosität und Schmerzen abzubauen. Somit wird das Vertrauen zum Menschen gestärkt und unsere Pferde können wieder denken und lernen.
Sie können sogar lernen, in für Sie bedrohlichen Situationen nicht gleich auf das Fluchtverhalten zurückzugreifen. Sie werden zum sicheren Partner. Das zweite Element ist die Bodenarbeit, bei der wir unsere Pferde in verschiedenen Führpositionen über mit Stangen am Boden ausgelegte Figuren wie dem Stern, dem Labyrinth, dem Mikado oder auch über Cavalettis führen. Ziel ist, die Pferd-Mensch-Beziehung zu stärken, unser Pferd ins Gleichgewicht zu bringen und wir lernen, genauer Hilfen zu geben und unsere Pferde lernen, auf unsere feinen Signale zu achten. Es erhöht die Konzentrationsfähigkeit, die Kooperationsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft. Außerdem macht Bodenarbeit richtig Spaß. Bodenarbeit ist eine schöne Abwechslung zum herkömmlichen Training. Das dritte Element ist das Reiten mit mehr Bewusstsein und Freude. Dazu gehört das Reiten mit der gebisslosen Zäumung, dem Lindell, ähnlich einem Sidepull, der Verwendung des Balancezügels, der über den Kopf auf den Hals gelegt wird und der unsere Pferde leicht ins Gleichgewicht bringt. Oder auch das Reiten ohne Zäumung, nur mit einem Lariat oder Halsring genannt. Wenden wir uns nun der Körperarbeit zu. Im Mittelpunkt steht der T-Touch. Es gibt über 50 verschiedene Touch, die alle klingende Namen von Freunden aus unserem Tierreich erhalten haben. Der erste, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Wolkenleopard-Touch. Der Wolkenleopard kann so leicht sein wie eine Wolke, aber auch so stark wie ein Leopard. Um ein Gefühl zu bekommen für die Druckstärke, könnt ihr euren rechten Ellbogen abstützen, der linken Hand, und mit den Fingerspitzen Kontakt aufnehmen, hier unter dem Auge. Ganz leicht. Und dann verschiebt ihr hier die Haut mit euren Fingerspitzen in einem kleinen 1/1 Kreis. Ganz leicht nur. Mit diesem Gefühl geht ihr dann an die Innenseite eures Unterarms und macht genau diesen selben Kreis. Ganz leicht nur. Ihr verschiebt die Haut in einem 1/1 Kreis. Das wäre Druckstärke 1. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu unserer Haut hier unter dem Auge, ein Stückchen weiter unterhalb an der Stelle, wo wir vorher waren, spürt ihr da ein bisschen mehr Gewebe. Ihr drückt ein bisschen tiefer rein, sodass ihr den Knochen spürt. Und jetzt macht ihr wieder diesen kleinen 1/1 Kreis. Ihr verschiebt die Haut in einem kleinen 1/1 Kreis. So, dass ihr den Knochen gut spürt, aber dass es nicht wehtut. Mit diesem Gefühl geht ihr wieder an die Innenseite eures Unterarms und macht dieselbe Bewegung. Ihr verschiebt die Haut in einem 1/1 Kreis. Das wäre Druckstärke 3. Wenn ihr jetzt nochmal so tief geht, habt ihr Druckstärke 6. Und nochmal so tief, Druckstärke 9. Mit Pferden arbeiten wir in Druckstärken zwischen 1 und 5. Beim Wolkenleopard lege ich meine Hand mit einer kleinen Wölbung im Handrücken und in den Fingern auf dem Pferdekörper auf. Meine Fingerkuppen haben Kontakt und die Außenseite meiner Handfläche. Ich stelle mir jetzt eine imaginäre Uhr am Körper des Pferdes vor, wo mein Mittelfinger auf der 6 liegt. Und ich verschiebe die Haut in einem kleinen Kreis hoch zur 9, zu 12, zu 3, zu 6 und ich komme wieder zu 9 zurück. Ich mache eine kleine Pause und gehe zum nächsten Punkt. Der Zeigefinger, der Ringfinger und der kleine Finger folgen der Bewegung des Mittelfingers. Eine kleine Pause und zum nächsten Punkt. Der Wolkenleopard wirkt entspannend auf den Körper und auf den Geist. Stress, Angst, Nervosität werden abgebaut und das Vertrauen zum Menschen wird gestärkt. Unsere Pferde können denken und lernen. Ja, sie können sogar lernen, in für sie bedrohlichen Situationen nicht gleich auf das Fluchtverhalten zurückzugreifen. Sie werden zum sicheren Partner. Der Touch wirkt nicht nur entspannend, sondern er verändert auch das Körpergefühl, wie zum Beispiel
das Lecken der Kuhzunge, das ich euch jetzt zeigen möchte. Neben der Kuhzunge lege ich meine flache Hand auf der Bauchmittellinie auf und gleite langsam hoch, drehe meine Hand, sodass meine Fingerspitzen nach oben zeigen, über den Rücken hinaus. Das Lecken der Kuhzunge ist besonders gut für junge Pferde, um sie vorzubereiten auf den Sattelgurt und auf meinen Schenkel. Pferde, die besonders sensibel sind in der Schenkellage, kann man somit helfen. Und Pferde, die unsensibel gegenüber meinen Schenkelhilfen sind, kann ich wieder eine Empfindlichkeit erzeugen. Das Körpergefühl wird verbessert. Wenn ich das Lecken der Kuhzunge mit der flachen Hand mache und langsam, wirkt es entspannend und beruhigend, vertrauensbildend. Ich kann aber auch das Lecken der Kuhzunge mit meinen Fingerspitzen machen. Dann mit ein bisschen mehr Druck und etwas schneller, dann wirkt es belebend und aktivierend. Wie zum Beispiel vor dem Reiten oder zwischen Wettbewerben, um den Pferden neue Energie einzuflößen. Belebend wirken auch die Zickzack-Touchs, die ich gegengleich mit meinen Fingern über den ganzen Pferdekörper hinweg ausführe. Ich gleite hoch, mache meine Hand auf und meine Finger wieder zu. Auch dieser kann ich schneller und fester machen oder langsam und sanft. Sie wirken dann beruhigend, entspannend oder belebend. Bevor man den Sattel runternimmt, sind sie sehr gut geeignet, um unter der Satteldecke zu machen, um das Abschwitzen zu beschleunigen. Ich habe jetzt selber gesprochen von Entspannen und Beruhigen. Wie kann ich denn jetzt erkennen, dass mein Pferd angespannt und nervös ist? Nicht, dass ich jetzt hier ein angespannt und nervöses Pferd neben mir stehen hätte, aber sehr deutlich geht der Kopf hoch bei einem nervösen Pferd, das nicht gut denken kann. Daher legt Linda in der Tellington-Methode sehr viel Wert darauf, dass wir den Kopf senken. Kopf senken können wir machen, indem wir einen Arm hinter dem Genick hier auflegen und leichte Wolkenleopard-T-Touchs machen. Und mit der anderen Hand laden wir das Pferd ein, seinen Kopf zu senken. Wir üben einen Zug aus, den wir aber immer wieder lösen. Also nicht zu stark ziehen, sonst kann es zu einer Gegenreaktion kommen. Wie gesagt, dieses Pferd hier ist nicht nervös und angespannt, aber ich möchte ungefähr zeigen, wie das funktioniert. Eine weitere Möglichkeit, den Kopf zu senken, ist, indem ich vor dem Pferd stehe, eine Hand am Halfter und eine Hand am Führstrick habe. Und dann lade ich wieder mit diesem leichten Zug mein Pferd ein, meinen Kopf zu senken. Auch ich komme in die Tiefe und ich muss darauf achten, dass ich atme. Es kann passieren, dass Sie das Gleichgewicht verlieren und ein bisschen nach vorne gehen müssen. Aber mit Geduld kommt der Kopf tiefer. Ein weiterer Touch, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Waschbär-T-Touch, der mit den Fingerspitzen ausgeführt wird, ohne dass die Nägel zum Einsatz kommen, nur ganz leicht. Der Waschbär-T-Touch gehört zu einer besonderen Gruppe, zu der Gruppe, die die Gesundheit positiv beeinflussen. Rund um Wunden angewendet, verbessert er den Heilungsprozess. Bei Verletzungen verhindert er Schwellungen und Blutergüsse. Zwischen Auge und Nüstern angewendet, öffnet er verstopfte Tränenkanäle. Eine weitere Gruppe von Touchs, die besonders gut sind für die Gesundheit, sind die Touchs rund um das Ohr. Dazu gleite und streiche ich rund um das Ohr. Ich kann auch kleine Wolkenleopard-T-Touchs machen hier, rund um das Ohr. Ich streiche das Ohr entlang. Mein Daumen liegt an der Innenseite, streicht an der Innenseite entlang. Und an der Ohrspitze übe ich einen kleinen Druck aus. Das war eine Fliege. Schauen, dass wir den Kopf wieder runterbekommen. Hier rund um das Ohr befindet sich ein Meridian, über den wir Einfluss haben auf das Atemsystem, auf das Herz-Kreislauf-System und auf das Verdauungssystem. Bei Schock können wir diese Symptome lindern. Bei starker Anstrengung können Puls und Atmung reguliert werden. Und bei Koliksymptomen können wir die Verdauung wieder anregen.
Bei ernsthaften Problemen natürlich bitte immer den Tierarzt rufen. Aber in der Wartezeit, bis der Tierarzt kommt, können wir unseren Pferden schon deutlich helfen. Wir können Schmerzen lindern und es gibt sehr viele Berichte, wo dann vielleicht eine Stunde lang die Ohrenarbeit gemacht wird und die Pferde gemistet haben. Die Arbeit rund ums Ohr ist nicht nur gut für Pferde, die gesundheitliche Probleme haben, sie wirkt auch vertrauensbildend und entspannend für Genick und Hals. Sehr wertvoll für Entspannung und Abbau von Stress, Nervosität und Angst sind auch die Touchs rund um die Nüstern und das Maul. Hier können wir das limbische System beeinflussen, welches direkt im Gehirn auf das Gefühlszentrum wirkt. Das heißt, unsere Pferde können lernen, mit ihren Gefühlen, mit den Ängsten, ihrer Nervosität umzugehen. Sie werden geduldiger. Dazu streife ich hier entlang der Nüstern. Ihr müsst ein bisschen experimentieren. Es darf nicht zu leicht sein, dann fühlen sie sich gekitzelt, aber auch nicht zu fest, dass es ihnen weh. Ich kann die Nüstern hier ein bisschen drehen, kleinen Bewegungen, auch in der Nase drinnen, kleine runde Bewegungen. Mach runde Bewegungen hier mit der Lippe, auch mit der Oberlippe. Und ich gleite in das Maul und über den Zähnen am Oberkiefer entlang, gleitende, streichende Bewegungen. Hier kann man vielleicht ganz gut erkennen, dass mein ganzer Körper sich bewegt, nicht nur meine Hand. Mit dem Daumen gehe ich zum Unterkiefer. Die Unterlippe wird in kleinen, runden Bewegungen massiert. Ein weiterer Stimmungsparameter, wie sich unsere Pferde fühlen, ist der Schweif. Oft wirkt ein Pferd entspannt und gelöst und wenn wir zum Schweif greifen, merken wir, dass er fest und eingeklemmt ist. Wenn wir diese Festigkeit, diese Steifheit im Schweif lösen können, können wir das Pferd von der Hinterhand über den Rücken bis zum Genick entspannen. Wenn ihr das Pferd nicht genau kennt, bitte beginnt seitlich am Pferd und nicht hinter dem Pferd. Um das Pferd vorzubereiten auf die Berührung am Schweif, die ja sehr ungewöhnt ist, machen wir kleine Wolken-Leopard-T-Touchs hier den Oberschenkel entlang und vielleicht Waschbär-T-Touchs und um die Schweif rüber. Dann könnt ihr mit einer Hand die Schweifhaare hochheben und den ganzen Schweif etwas hochheben, um das Schweifdrehen, das wir gleich machen werden, einzuleiten. Für das Schweifkreisen hebe ich die Schweifrübe hoch, fahre mit meiner linken Hand unter den Schweif. Bitte vorsichtig, Pferde können ganz fest einklemmen, sodass ihr eure Hand vielleicht nicht mehr rausbekommt. Mit meiner rechten Hand drücke ich ein bisschen die Schweifrübe hoch, sodass hier ein Bogen entsteht. Und dann kreise ich den Schweif in kleinen Bewegungen. Nur so weit, wie es möglich ist. Ich gehe nicht stark gegen einen Widerstand an. Diese Übung wirkt entspannend auf die Hinterhand, über den Rücken, Hals bis zum Genick. Eine weitere Übung, die wir machen können, ist das Wirbelkippen. Dazu greife ich mit beiden Händen unter den Schweif und meine Daumen liegen etwas versetzt auf der Schweifrübe auf. Jetzt spüre ich sehr gut die einzelnen Wirbeln, die ich gegeneinander verschieben kann. Oft können wir spüren, dass im oberen Bereich des Schweifes eine Festigkeit besteht. Das heißt, steif und fest verspannt. Sehr oft haben diese Pferde auch Verspannungen in der Vorhand. So wie wenn der Schweif fest ist im unteren Bereich, oft Verspannungen in der Hinterhand festzustellen sind. Wenn wir den Schweif hier lösen können, können wir auch diese Verspannungen in den Beinen lösen. Die Arbeit am Schweif ist auch gut für Pferde, die sich leicht erschrecken vor Bewegungen oder Geräuschen, die von hinten kommen.
Eine weitere sehr entspannende Übung für die Entspannung des Rückens ist das Beinkreisen. Beinkreisen vorne entspannt die Schulter, den Hals und den Rücken. Wir heben dazu das Bein hoch. Stützen unseren rechten Arm am Knie ab, halten den Huf und das Bein hier gerade und machen leichte, kleine, kreisende Bewegungen. Hier auch wieder, wie beim Schweif, bitte nicht gegen einen Widerstand ankämpfen. Die Kreise sollen locker und leicht gehen. Dann können wir den Huf etwas hinterhalb der Stelle, wo er zu liegen gekommen ist, auflegen mit der Spitze. Das ist eine sehr entspannende Übung für die Schulter. Kreisen können wir auch an der Hinterhand machen und natürlich bitte wie alle Touchs immer auf beiden Seiten. Fordere mein Pferd auf, sein Bein zu heben. Unterstütze hier den Huf. Stütze meinen Ellbogen wieder auf meinem Knie und mein ganzer Körper führt diese kreisenden Bewegungen aus. Beinkreisen vorne und hinten fördert das Gleichgewicht unserer Pferde. Es ist eine sehr wertvolle Übung für junge Pferde, die daran gewöhnt werden müssen, auf drei Beinen zu stehen, wenn wir die Hufe sauber machen wollen oder als Vorbereitung für das Beschlagen. Auch Pferde, die Probleme haben, wenn der Hufschnitt kommt, ist diese Übung sehr schön, um sie wieder zu gewöhnen daran, dass sie ruhig stehen bleiben können im Gleichgewicht. Pferde, die im Gelände vielleicht sehr viel stolpern und unsicher gehen, kann diese Übung helfen. Die Trittlänge wird größer. Es ist somit auch eine sehr gute Übung für Dressurpferde, Springpferde. Das zweite Element der Tellington-Trainingsmethode ist die Bodenarbeit. Sehr hilfreich dafür ist ein gut sitzendes Halfter, das nicht verrutscht, ein Führseil, der 1,80 Meter lange Nylonleine ist, mit einem 80 cm langen, 5 mm dicken Seil mit einem Karabiner, das wir wie hier seitlich einhaken oder über die Nase. Bitte nicht hier herunten an dem Ring. Und weiters verwenden wir eine Gerte, eine 1,20 Meter oder 1,30 cm lange weiße Gerte. Weiß deswegen, weil sehr viele Pferde schlechte Erfahrungen mit dunklen Gerten gemacht haben. Und sie ist so ein wertvolles Hilfsmittel, dass wir unsere Pferde daran gewöhnen möchten und ganz deutlich machen wollen, dass wir diese Gerte anders verwenden. Wir verwenden sie nämlich als Verlängerung unseres Arms, um unsere Pferde abzustreichen, um sie zu beruhigen, ihnen ein gutes Körpergefühl zu geben oder, wie ich euch später bei den verschiedensten Führpositionen zeigen werde, um ihnen Richtung und Tempo anzugeben. Die erste Führposition, die ich euch heute zeigen möchte, ist die Basisführposition, nennt sich der elegante Elefant. Dabei stehe ich seitlich leicht vor dem Pferd. Wie gesagt, mein Führstrick ist seitlich am Halfter festgemacht. Und die Gerte habe ich so in der Hand, dass das Griffende zum Pferd zeigt. Ich werde dann dem Pferd ein Signal geben zum Vorwärtsgehen mit meinem Führstrick, was ein leichtes, ruckartiges Vorwärtsbewegen meiner Hand ist. Und die Gerte wird das Pferd einladen, vorwärts zu gehen. Kombiniert mit einem Stimmsignal wird es noch effektiver. Der Elegant Elefant ist eine Position, in der ich die meiste Kontrolle über das Pferd habe. Das heißt, wenn ich ein sehr nervöses, hektisches Pferd habe, ist diese Führposition anzuraten. Und halt.
Zum Anhalten verwende ich das Signal und Halt. Ich wende mich leicht in einem kleinen Bogen zum Pferd und meine Gerte kommt zur äußeren Schulter. Meine Führstrickhand übt ein kleines, ruckartiges Signal nach hinten oben aus, so dass unsere Pferde im Gleichgewicht stehen bleiben können. Und halt. Wenn unsere Pferde nicht flüssig vorwärts gehen mit den Signalen, die nur von vorne kommen, habe ich auch die Möglichkeit, mit der Gerte ein deutliches Signal von hinten zu geben. Nämlich in der Position des Dingo. Der Dingo ist sehr gut geeignet, um uns zu lehren, dass wir feine Hilfen geben, uns zu koordinieren, was wir mit Händen und Füßen machen und unsere Pferde lernen, auf unsere feinen Signale zu achten. Beim Dingo werde ich jetzt mit der Hand ein Signal geben am Halfter, dass das Pferd stehen bleibt und nicht gleich bei der ersten Berührung der Gerte losgeht. Es soll warten auf mein Signal zum Vorwärtsgehen. Dann streiche ich mit der Gerte über die Hinterhand. Dann kommt meine Hand nach vor, sodass ich dem Pferd signalisiere, jetzt geht's los. Und dann kommt ein kleines Signal von hinten, das das Tempo angibt. Das sieht dann so aus. Und wir bleiben gleich wieder stehen mit dem Signal an der äußeren Schulter. Vom Dingo können wir dann auch wechseln in den anmutigen Gepard. Der anmutige Gepard hat zum Ziel, dass das Pferd mehr selbstständig wird. Es stärkt sein Selbstvertrauen, weil ich deutlich weiter wegstehe vom Pferd und ihm mehr Freiheiten gebe. Das Pferd kann sich konzentrieren auf die Gertenspitze und ich zeige ihm, wohin es gehen soll und dass es vielleicht stehen bleiben soll oder langsamer gehen soll. So hat jede Führposition ihre eigene Wirkung. Generell verhilft die Bodenarbeit zu mehr Koordination im Pferdekörper, zu mehr Koordination und Kooperation zwischen Mensch und Pferd. Es verbessert die Konzentrationsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft des Pferdes. Dazu möchte ich noch sagen, dass wenn unerwünschtes Verhalten unserer Pferde auftritt, ihr natürlich bitte auch daran denken müsst, wie wird denn das Pferd gehalten? Hat es genug Auslauf? Hat es genug Kontakt mit anderen Pferden? Wie schaut es mit der Fütterung aus? Passt mein Saumzeug, das Gebiss, der Sattel? Wie ist der Hufbeschlag? Gibt es gesundheitliche Probleme? Für wen ist denn eigentlich die Tellington-Methode geeignet? Vom Seiten der Pferde her, für alle Rassen, für alle Altersgruppen und für Pferde in allen Disziplinen. Die Tellington-Methode ist besonders gut geeignet für junge Pferde, um sie anzureiten und auszubilden. Für Pferde, die Probleme haben, vom Knabbern, Beißen, Buckeln, Durchgehen, Steigen, die Liste ist sehr lang. Ein besonders gutes Training für Hängeverladen und wie schon erwähnt auch zur Heilungsprozessförderung, zur Unterstützung für jede Behandlung des Tierarztes. Für welchen Menschen ist die Tellington-Methode geeignet? Im Prinzip für jeden, der mit Pferden zu tun hat. Und auch wenn jemand sagt, mein Pferd hat keine Probleme, die Tellington-Methode ist eine gute Abwechslung zum alltäglichen Training und eine gute Möglichkeit, unseren Pferden ein schönes Dankeschön zu geben, sodass sie sich richtig, richtig wohlfühlen können. Somit ist die Tellington-Methode gut für jeden Reiter und für jedes Pferd. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Gedanken auf den Weg mitgeben. Bis jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick in das, sagen wir mal, Handwerkszeug der Tellington-Methode gegeben. Genauso wichtig ist aber unser Denken, unser Fühlen, ja unsere Einstellung unseren Pferden gegenüber. Ist es euch vielleicht auch schon mal passiert, dass ihr, wenn das Pferd jetzt nicht macht, was ihr von ihm verlangt, gedacht habt, oh, der ist aber zickig oder stur oder bockig und habt vielleicht zur Gerte gegriffen oder zu den Sporen? Denkt doch mal daran, eure Pferde so zu behandeln, wie ihr gerne behandeln werden möchtet.
Linda hat uns sehr deutlich gemacht, dass das körperlich, geistige und seelische Befinden unserer Pferde im direkten Zusammenhang steht mit ihrem Verhalten. Daher sollte jeder Umgang mit dem Pferd getragen sein von Respekt, Vertrauen und Wertschätzung. Ich möchte mich gerne für eure Aufmerksamkeit bedanken und würde mich freuen, den einen oder anderen vielleicht in einem meiner Kurse begrüßen zu können. Gerne gebe ich auch Tipps und helfe euch dabei, wenn euer Pferd von dem Gebiss befreien wird. Seit über 10 Jahren reite ich gebisslos. In den wilden chilenischen Anden, in Italien, in der Slowakei, in der Tschechei, in Europa. Und ich kann euch nur empfehlen, probiert es auch. Es ist wirklich eine schöne Erfahrung, sein Pferd gebisslos zu reiten, frei und ungezwungen.